Ich wünsche allen mal einen guten Morgen. Heute ist der fünfte Tag auf meiner Reise nach Spanien. Hab jetzt wieder hier alles eingepackt. Heute ist richtig tolles Wetter. Man merkt es auch schon, dass es warm wird. Es geht jetzt gleich auf 8 Uhr zu. Und ich werde jetzt mal losfahren. Hier nochmal eben einen kleinen Blick. Alles wieder fertig. Und jetzt werde ich los und unterwegs wieder für euch schöne Bilder machen. Und dann sage ich mal bis später. Jetzt habe ich ja den Campingplatz verlassen. Jetzt geht es weiter Richtung Geroldstein. Wetter ist toll. Und jetzt fahre ich ja auch nicht mehr an der A entlang. Mal sehen, wie die Strecke heute wird. Interessiert mich natürlich ganz richtig. Richtig schön hier zu fahren, wunderbar. Das ist hier der Eifelradweg, den ich fahre. Das ist immer noch der Eifelradweg. Blick auf die Eifel. So, ich habe jetzt den Eifelradweg verlassen, ungefähr schon seit einem Kilometer, und bin jetzt auf dem Kühlradweg. Sind wir auch schon mal gefahren. Jetzt mache ich eben eine kleine Verschnaufpause und jetzt geht es weiter Richtung Geroldstein. Das sind noch ungefähr 9 Kilometer auf den Kühlradweg und dann komme ich Richtung Trier immer näher, aber das werde ich heute natürlich nicht mehr schaffen. Jetzt mal eben noch kurz verschnaufen und dann geht es weiter. Ich bin jetzt hier in Geroldstein, waren wir ja letztes Mal auch. Da musste ich noch suchen, wo der Kühlradweg entlang geht. Aber jetzt weiß ich's, kein Problem. Hier geht es einfach weiter.
bin jetzt schon hinter Geroldstein. Bemerkenswert, was ich heute rumgetrödelt habe. Jetzt geht es hier genau an der Bahntrasse vorbei und die Kühl ist dort vorne. Dann habe ich hier einen Begleiter, der mich im Moment seit ein bisschen begleitet auf der Tour. Was immer unterwegs vorkommt, man lernt immer wieder Menschen kennen, die ein Stück des Weges begleiten. Hier waren wir auch schon mal und haben uns hier umgesehen. Mal ein Blick auf den Kühlradweg. Geht hier die letzten Kilometer immer an der Bahn entlang. Da unten die Kühl. Immer schön der Kühl hier entlang, lässt sich gerade schön fahren. So, hier geht es über die Kühl und dann geht es dort in einen Tunnel rein. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, als wir das letzte Mal hier durchgefahren sind. Oh, beleuchtet ist er auch. Das ist ja richtig Luxus. So, ich bin durch den Tunnel. Hurra! So, jetzt bin ich hier in Kühlburg angekommen. Jetzt, so wie ich das wohl sehe, muss ich auch wieder diesen richtig steilen Berg hoch wie beim letzten Mal. So, jetzt bin ich durch Kühlburg durch. Jetzt geht es nochmal wieder heftig berghoch bis oben auf die Kuppe. Das haben wir schon mal geschoben. Und jetzt muss ich es da schon wieder. Ich habe gedacht gehabt, ich würde diesmal davon verschont bleiben und die Route würde anders laufen, wie ich geplant habe. Aber leider ist das nicht so. Aber ich komme auch nach oben. Ich hab's geschafft, ich bin sowas von platt. Schaut mal, von wo ich runtergekommen oder hochgekommen bin. Es war der Hammerplatz.
Leute mit dem E-Bike, die fahren da gnadenlos hoch. Und ich habe es gnadenlos hochgeschoben. Hier, ich zeige euch, da kommen sie an, die Helden. Da. Schau dir das an, sie würden es nicht machen, wenn es kein E-Bike geben würde. Geschwindigkeit rechts. So, Bitburg habe ich jetzt auch verlassen. Jetzt geht es Richtung luxemburgische Grenze. Zeltplatz ist natürlich noch ein ganzes Stück entfernt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, sonst werde ich wild campen, sobald ich eine gute Stelle finde. Das ist mal der Campingplatz, wo ich gestern Abend angekommen bin. Da war es schon fast zu dunkel, dass ich überhaupt filmen konnte. Also habe ich das gelassen. Das habe ich jetzt auf heute früh verschoben. Jetzt werde ich mir erstmal einen Kaffee machen. Ich werde das heute mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Nochmal ein Überblick. Mein Platz sieht immer aus wie ein römisches Heerlager. Alles durcheinander. Ich bin jetzt auch ganz nah an der luxemburgischen Grenze. Ich wünsche alle mal einen guten Morgen, aber auf dem Campingplatz total vergessen, meine morgendliche Ansage zu machen. Bin jetzt 500 Meter gefahren nach dem Campingplatz. Es ist nicht kalt, aber es ist bedeckt. Und es ging gleich wieder mal ein Stückchen Berg hoch. Schon wieder aus der Puste. Und jetzt wollen wir mal langsam los. Es ist schon 10:30. Ja, stimmt. Heute bin ich sehr spät. Dann los. Mal sehen, wie weit ich heute komme. Jedenfalls müsste ich das heute locker schaffen bis zur Mosel runter. Also, weiter geht's. Fahre ja jetzt hier an den Niems entlang. Jetzt rechts halten. Hier überquere ich jetzt die Sauersüre. Ich komme der Mosel jetzt immer näher. Dürften noch so 13 Kilometer sein, dann bin ich an der Mosel. Unten fließt der Bach, ich weiß jetzt nicht, nee, oder Fluss. Fluss ist es.
Name fällt mir jetzt nicht ein. Vergessen. Noch 4 Kilometer bis zur Mosel. So, ich habe die Mosel erreicht. Da ist sie. In Wasserburg. So, euch mal, ich bin jetzt an der Mosel angekommen. Ein großes Etappenziel ist jetzt erreicht. Jetzt geht es gleich Richtung Frankreich weiter. Ihr seht auch, dass das Wetter schön ist. Hier ist die Mosel dort vorne. Und jetzt gehe ich dann auf der anderen Seite und wir sehen uns. So, das ist keine Brücke, wo ich hier über die Mosel muss, sondern das geht doch über die Fähre rüber. Muss ich noch einen Moment warten. Kommt aber jetzt. Geht es an der Mosel entlang. Hier Weintrauben. So, mal eine wichtige Mitteilung. Ich habe jetzt Deutschland verlassen und bin in Frankreich angekommen und werde jetzt so 1,5 Monate
nicht mehr in Deutschland sein, sondern auf den Weg nach Spanien und jetzt einen ganz großen Teil in Frankreich fahren und werde jetzt erstmal weiter. Genug der Dönsken. Mal ein Blick über die Mosel, die ich jetzt gerade überquere. Und dort oben Gleitschirm, Flieger. Hier jetzt die Mosel. Und dann könnt ihr mal sehen, wie sich jetzt das Landschaftsbild verändert. Richtung Metz ist das. Der erste Campingplatz in Frankreich an der Mosel. Jetzt werde ich mal hier mir mein Zelt aufbauen. Ist nicht teuer. Mit Strom 14 Euro. Kann man nicht meckern. Ausgezeichnet.